Auf geht's. Wie awesome. Ah, das mag ich. Wie geil ist das denn? Oh, ich bin größer geworden. Das, ach, wie toll dieses Spiel ist. Oh, Fleisch. Oh, ich habe meinen Power-Up verloren. So, hier noch ein Power-Up. Boah, Alter. Kann ich nicht mehr. Nee, ich bin zu fett dafür. Sehr geil, dass das hier so eingebaut wurde. Ziel. Herzlich willkommen in Blüten. Alle in Deckung, Koopas und Kinder zuerst! Da! Ist klar. Pah, ich will doch gar nichts von diesen Winzlingen. Also, wo ist die Prinzessin? Euer Verknalltheit, seht nur da! Oh, meine Prinzessin! Ich hab dich überall gesucht, du Holde. Weißt du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Warum so still? Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr ohne Frage die Sprache verschlagen. Die Herzen der Frauen sind unergründlich. So. Das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Nein! Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Poster. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Ein Poster? Oh, das kann doch nicht. Was bin ich nur für ein Idiot? Tja. So kann's gehen, Bowser. Und ihr so? Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen? Schade, schade. Aber wann immer du meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Von nun an werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternjuwelen schnell findest. Vielen Dank, meine kleinen Freunde. Ich bin untröstlich, euch zu verlassen, aber ich besuche euch so oft wie möglich. Bis dann, Mario. Alles klar, bis irgendwann. Lalalala. Gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ja, wie immer. Müssen wir alleine zurückgehen. Warum denn auch nicht? Zurück nach Rohlingen. Ach ja, die Mail. Mario, war das gerade eine Mail, die da gekommen ist? Ja, das war eine Mail. So, schau doch mal rein. Mario, wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen, wie du, intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf. Peach. Ich bin so froh zu hören, dass es der Prinzessin gut geht. Du auch? Oh ja, oh ja, oh ja. Das bin ich. Wo bist du? Egal, da bist du. Erstangriff war nicht erfolgreich, aber naja. Springen wollen wir natürlich nicht. Wäre doof.
Body Slam wäre auch doof. Wir tauschen mal gegen Kubio. Vergessen, dass die beißen. Passiert ja mal. Ich würde gern hintereinander draufspringen, aber das geht leider nicht. Nee, nee, leider geht das nicht. Hopp. Dann seid ihr gleich fast schon erledigt. Och Mann. Ha! Arschgeige. La 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 la. Und drauf da. Dup, 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 dup. App. Wunderbar. Lalalala. Ganze 3 Sternpunkte, ich glaub's ja nicht. Eigentlich möchte ich nur jetzt schnell zurück. Oh nein, 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 nein. Ich will nicht. Lass mich. Eigentlich will ich nur schnell zurück nach Rohling. Mhm. Und meine Mitstreiter ein bisschen aufpolieren mit den Insignien. Das wäre schön. Ja, mit dem Hammer taugt das hier nicht viel, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr, nee. Satz mit X. Aber du schaffst es, oder? Bam. Ja. Würdest du dich mal verteidigen, Mario? Das wäre sehr schön. Würde eine Stampfattacke nicht irgendwie gehen? Ach, ach, der hat ja eine Spitze auf dem Kopf, ich Idiot. Bin so ein Idiot! Passiert. Ist ja nicht schlimm. Oh, ein Pilz! So, jetzt will ich nur noch nach Rohling. Na also. Wir könnten natürlich auch erst zum Millionentor. Das würde auch gehen. Nee, hier komme ich ja nicht durch. Hier sind wir ja. Stimmt. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß was. So, komm mal mit. Madame. Aber nicht... Ich hab grad... Obwohl, egal. Haha. Hast du davon? Ein Sternpunkt, wie niedlich. Eigentlich suche ich die Stelle, wo unsere Madame Irona was wegpusten kann. Da war ja noch einer. Da waren ja noch 3. Ach komm, wir wollen mal nicht rumgeizen. Body Slam! Was soll der Geiz denn? Huh? Was soll der Geiz? Ja, ja. Da lacht Madame Irona sich checkig. War das hier? Ja, hier war das. Guck mal, Madame. Eine Kiste. Herzlein P. Die KP deines Partners regenerieren sich langsam. Ach, das finde ich toll. Das finde ich toll. Wir machen mal B+ wieder ab. B+, vor allem BP+. Und Herzlein P. Herzlein... Ach nee, ganz oben. Herzlein P setzen wir da voran. Und Schrumpfer. Yay! Genau das wollte ich. Aber was mache ich mit dir? Wegpusten kann man dich auch nicht, ne? Nö. Warum denn auch?
Wo muss ich denn jetzt lang? Wo war nochmal das Seontor? Nee, ich muss hier runter. Ich meine, das war hier unten. Dann geht's doch hier lang. Und da hoch. Das müsste es doch gewesen sein, oder? Ich vergesse es immer wieder. Die Kapitel sind ja auch so lang. Da kann man das ja nur vergessen. Wir müssen dafür aber hier rüber, ne? Wupp, Sturzlandung. Ja, hier war das. Ich dachte, da hätte sich was bewegt. Ups. Also dann, Mario, jetzt ist das Sternjuwel an der Reihe. Hell yeah! Halte die Karte hoch. Zeige uns, wo das nächste Sternjuwel ist. Aha. Sieht interessant aus. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Das ist sicher der Ort, an dem sich das nächste Sternjuwel befindet. You don't say. Ist das etwa irgendwo über den Wolken? Was kann das bedeuten? Mal schauen. Unter uns schlummern also die Ruinen einer vor langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinte Kraft der Sternjuwelen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu brechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum um alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Weiß nicht! Nicht so heftig, Professorchen! Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschung, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte eingezeichnet wurde? Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer.